Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Beauty Bay Hall of Fame Box. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Beauty Bay hat 4 neue Boxen rausgebracht und die kann ich euch alle in der Infobox mal verlinken. Das hier ist die teuerste mit 75 Euro, soll einen Wert von, ich glaube, 233,60 haben. Die Hall of Fame Box hat mich persönlich am meisten angesprochen. Es gibt auch noch die Haircare Heroes, die Skincare Superstars und die Selfcare Saviors Boxen. Ja, alle in der Infobox verlinkt, alle sehen auch super ansprechend aus. Hier haben wir halt super viel Make-up drin und das ist halt voll mein Vibe, ne? Und ja. Aber auch andere Marken, nicht nur bei Beauty Bay. Also ich bin ja, sehr aufgeregt, die ist sehr groß, sehr schwer und ich habe sie von Beauty Bay zugeschickt bekommen und freue mich da mega drüber. Ich habe letztens ja auch ein Fullface bei Beauty Bay geschminkt und zeige euch auch immer wieder Produkte von denen. Die kaufe ich aber meistens halt immer einfach selber, ne? Und ja, da hatte jetzt Beauty Bay mich angeschrieben, ob ich Bock habe, einfach eine der Boxen hier vorzustellen. Hatte ich so oder so vor, auf Instagram habe ich euch die auch schon vorgestellt und ja, dann wollte ich jetzt hier einfach mal ein Video drehen. Und falls ihr es hier heute funkeln und glitzern sehen solltet. Ich habe heute und morgen, also am 9. und am 10.11. einen Code bei meinpunkt. 30% Rabatt bekommt ihr da auf alles und zusätzlich noch die Versandkosten gespart mit Claudi30 und ich trage jetzt heute hier einmal die Cosbill-Kette, sieht wunderschön aus und das ist auch echt Schmuck und die Ohrringe Kayaya, heißen die wirklich so? Meinen wohl? Schauen so aus, auch wunderschöne Ohrstecker, ein bisschen dezenter, die haben aber auch etwas ausgefallenere Sachen. Wenn ihr möchtet, schaut super gerne in der Infobox vorbei, auch das habe ich euch verlinkt. Aber jetzt schauen wir mal in die Beauty Bay Hall of Fame Box und ich mag die Boxen von Beauty Bay tatsächlich, weil du bekommst richtig gute Sachen für dein Geld und online sind die Produkte auch immer aufgeführt. Huch, das heißt, du kaufst nie die Katze im Sack und das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr charmant bei solchen Boxen. Du hast hier auch einfach so eine Geschenkbox drumherum, die kannst du auch super weiterverwenden. Da war jetzt nur der Schuber mit dabei, ne? Und das finde ich auch sehr schön. Das ist so eine magnetisch schließende Box, schaut so aus. Moin. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier einfach mal ein bisschen durch. Also wir haben auch sehr, sehr interessante Marken hier drin. Slam Drunk Hydrating Moisturizer von Bubble habe ich hier drin. Das ist der dritte Schritt der Gesichtspflege, steht hier drauf. 30 Milliliter sind hier drin. Feuchtigkeitspflege brauchen wir auf jeden Fall im Gesicht. Das ist auch eine Marke, die ich auch schon in anderen Beauty Bay Boxen drin hatte. Und ja, das sieht auch einfach fancy aus, ne? Kennt man auch vielleicht von sehr hochpreisigen Marken, dass du hier quasi drauf drückst und dann kommt hier oben die Creme rein. So kannst du dir zum Beispiel auch deinen eigenen Tinted Moisturizer mixen, indem du dir einfach die Creme hier oben hochpumpst, dann hast du hier oben Creme drin, machst du dir noch einen Pump von deiner Foundation zum Beispiel mit da rein, kannst es verrühren und dann direkt aufs Gesicht auftragen und dann ist das eine sehr, sehr, sehr leichte Konsistenz beziehungsweise ein sehr, sehr leichtes Finish, was vielleicht für den Alltag auch ganz schön ist, ne? Dann haben wir hier ein Produkt von Beauty Works, Molly May, with Argan Oil und Macadamia Öl, Jasmin Extrakt. Das ist eine Gloss Locks Mask. Okay, das soll also quasi eine glossy Maske, sehr schön, mit 30 Millilitern sein. Positiv auch hier, dass oben der Verschluss dran ist. Das heißt, du kannst es auch wieder verschließen. Und es hört sich für mich auch sehr schön an. Mit Vanille steht hier auch drauf. Oh. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch dann mal im Aufgebraucht-Video was dazu sagen können. Also diese Box ist prall gefüllt. Der Bestie Balm ist hier auch noch drin. Dotty Strawberry. Aha. Trixie Cosmetics. 13,35 Milliliter. Den muss ich mir mal genauer angucken. Sieht wunderschön aus und ich meine Trixie Cosmetics auch öfter schon mal gesehen zu haben. Die sind immer sehr verspielt, was die Verpackung und so weiter angeht. Das ist ein Lippenbalsam. Okay, schaut so aus. Das ist ein Tübchen. Das heißt, für unterwegs ist es mit der Applikation vielleicht ein bisschen schwierig, weil du zwischendrin ja auch die Hände waschen musst. Aber für zu Hause ist es eine ganz gute Sache, ne? Genau, und dann auch hier so Herzchen drin in der Verpackung. Das ist schon eine süße Marke und die haben, glaube ich, auch ganz fancy Lidschattenpaletten, die ich mir mal angucken wollte. Dann habe ich hier Bigger Blacker Better Lengthening and Volumizing Mascara. Das ist von Urban Decay, die Perversion Mascara. Die ist so geil. Das sind 3 Milliliter hier drin. Ich glaube, das ist keine Verkaufsgröße. Du kannst ja auch noch den Lash Primer dir holen. Der ist hier hinten angeteasert. Okay. Die habe ich nämlich. Das ist eine 4 Milliliter Größe. Dann zeige ich euch einfach mal meine. Die mag ich gerne. Also die macht krasse Wimpern. Schaut so aus. Und wir bekommen auch noch Urban Decay bei Beauty Bay, was ich auch sehr schön finde. Das ist eine Marke, die sich ja weitestgehend aus dem deutschsprachigen Raum zurückgezogen hat, ne? Riecht nach Mascara. Ist klar.
Ja, das ist aber meine und hier habe ich halt noch eine drin und wie gesagt, die ist sehr schön, hat so ein Faserbürstchen und das macht wirklich schöne Wimpern. Dann habe ich hier, ich rub hier noch ein bisschen ran, von Laneige Waterbank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer mit 10 Millilitern drin. Das ist dieses hier und ich finde auch 10 Milliliter für einen Moisturizer vollkommen in Ordnung, ne? Feuchtigkeit brauchen wir alle, deswegen ist es auch ein Produkt, was jede Haut verwenden kann. Stimmt, das müsste ich vielleicht mal überlegen. Das ist jetzt zwar der zweite Moisturizer, den wir hier mit drin haben, aber es ist ein Produkt, was man halt auch einfach braucht, ne? Wie viele Produkte haben wir denn hier insgesamt drin? Kann man sich daraus vielleicht einen Adventskalender basteln? Das wäre ja interessant. Na fast, es sind 19 Produkte. Man müsste dann, wenn man sich daraus einen Adventskalender machen wollen würde, noch irgendwie 5 Süßigkeiten-Sachen vielleicht dazu kaufen. Aber dann kannst du hier einen Adventskalender draus basteln. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee, ne? Okay, wir haben noch was für die Haare hier am Start. Von Olaplex Nummer 3, der Hair Perfector 30 Milliliter haben wir hier am Start. Ich bin nicht so firm, was Olaplex angeht, deswegen halte ich mich da einfach auch ein bisschen zurück. Soll sehr, sehr gut sein und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, zum Beispiel mit Keratin oder so. Und da ich halt einfach zu viel mich durch unterschiedliche Produkte so durchteste, hätte ich persönlich da einfach ein bisschen zu sehr Bedenken, dass ich da was falsch mache und dann meine Haare dann eher, ja, dann nicht so von profitieren, sage ich jetzt mal. Ach komm, bevor ich jetzt über alles Mögliche hin und her rede und um den heißen Brei rum zu, schauen wir uns mal das Herzstück des Ganzen an. Das ist die neue Lidschattenpalette von Beauty Bay und die möchte ich euch auch gerne demnächst mal intensiver zeigen, also wirklich halt auch mal in Anwendung. Ich habe mir nämlich auch dieses Holidays Set bestellt, das gibt es auch sehr günstig aktuell. Da gibt es die Mascara, den Eyeliner, 2 Liquid Eyeshadows und halt diese wunderschöne Lidschattenpalette drin. Und die Qualität von bei Beauty Bay ist einfach genial. Ich kann es euch nicht anders sagen. Als dass es großartig ist. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil hier haben die ein ganz anderes Design gewählt. Eine absolut kühle Palette, die mich auch an meinen Look heute erinnert. Sehr interessant, okay. Und so ausschaut. Die Töne sind der Hammer. Also das sieht wunderschön aus. Und hier sind auch so viele Sachen drin, die ich in der Palette, die ich heute verwendet habe, vermisst habe. Und wir können jetzt vielleicht auch mal so 2-3 Töne swatchen, würde ich sagen. Ich möchte es euch einfach mal zeigen, wie wunderschön diese Palette dann auch quasi geswatcht aussieht. Ich muss es einfach machen. Ich gehe jetzt random einfach mal in 4 Töne rein, ne? Dass wir die einfach mal uns anschauen. Oh mein Gott, ja. Also die Schimmertöne, wie man das halt von Beauty Bay kennt oder von By Beauty Bay, wie flüssiges Metall. Oh. Und dann schauen wir das mal hier auf dem Arm an. Oh mein Gott, wir haben sogar Duochrome hier mit drin, das ist ja schön. Oh, das hier, der hier ist wie so ein Cream Eyeshadow, das ist ja krass und ich habe noch so viel am Finger, ne? Richtig cool. Ja, und dieses Blass Lila dazu, zack, mit den 4 Tönen hast du schon mal einen Look. Das ist ja schön, ne? Hammer. Ja, und die ist halt in dieser Box mit drin und das hatte ich halt gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, die Box möchte ich auf jeden Fall vorstellen. Weil das am allermeisten Sinn ergibt, weil das ist einfach krass, was du da für dein Geld bekommst. Da war jetzt noch von meinem Tissue hier so ein Flusen mit dabei. Hammer, aber das ist mein. Dann habe ich hier auch noch von By Beauty Bay selber das Hair Serum Smooth and Shine Vitamin C and Grape Seed Oil mit 100 Millilitern. Und By Beauty Bay hat jetzt ja auch in letzter Zeit relativ viele Pflegeprodukte rausgebracht. Abschminkbalm und ne, Haarprodukte, eine Haarmaske habe ich auch schon ausprobiert. Kann man wirklich durchaus machen, sehr solide. Ja, und das ist das Haarserum. Vitamin C ist ja auch immer so ein bisschen auffällend. Ich denke, dass es eher so für die Kopfhaut gedacht ist, oder? Nee, das machst du in deine Längen und Spitzen. Interessant. Nach der Haarwäsche und schaut so aus. Und Beauty Bay ist ja auch vegan von den Inhaltsstoffen her. Tierversuchsfrei sowieso, ne? Okay, so, was haben wir hier? Das ist der Cleansing Balm, von dem ich gerade gesprochen habe, mit Kamille und Haferlipiden. Der Cleansing Balm, genau, schaut so aus. Auch das ist eine Full Size und das hast du hier auch mit drin. Der ist schon gut, also den kann man definitiv verwenden. Ich persönlich habe auch welche gefunden, die ich noch besser finde, aber die sind natürlich auch noch hochpreisiger, ne? Und das hier ist ein sehr, sehr günstiges Produkt, was aber eine sehr, sehr gute Wirkung macht, ne? Ich kann auch nicht von meinem Bedarf auf andere schließen, weil ich ja tatsächlich mich auch sehr, sehr intensiv manchmal schminke. Also das ist schon krass und dann brauchst du halt vielleicht 2 Durchgänge von dem Abschminkvorgang, ne?
Nee, aber finde ich klasse. Ich hatte schon Masken von Beauty Bay, ich hatte Haarmasken, ich hatte auch den Abschminkwurm und so schon. Und ich finde es einfach großartig, dass die das so auch als Marke immer mehr etablieren. Also ich weiß noch, als die ganz frisch angefangen haben und ich auch mit denen zusammengearbeitet habe, was auch so Lippenprodukte und sowas anging, ne? Und dann kam immer mehr und mehr und ich war so hyped und ich habe dann auch meiner Ansprechpartnerin dort mal geschrieben, so, so geil und ich freue mich so für euch, ne? Und ja, jetzt habe ich mittlerweile sogar schon Full Face schminken können. Als nächstes habe ich hier etwas drin von Trap. Oh, ja, das ist von Jeffree Star, Trap. Nudist Colony. Velvet Trap Lipstick, okay, ja, ist so. Ist so, genau, schaut so aus. Und Jeffree Star ist auch eine High-End-Marke und dass wir das hier drin haben, ist wahrscheinlich für die eine oder andere Person richtig, richtig geil. Ja, diese Verpackung hat Jeffree Star bei seinen Lippenprodukten halt auch immer, ne? Das ist so ein bisschen, sieht auch aus wie so eine Pistolenkugel oder so. Oh mein Gott. Das ist eine krasse Farbe, die so aussieht, aber dieser Lippenstift wird definitiv weiter wandern, weil ich bin kein Jeffree Star Fan tatsächlich. Genau, aber ansonsten wäre das eine sehr schöne Farbe, denke ich mal. Das mit so einem, ja, schließt magnetisch, ne, ist hochwertig, mit so einem schönen dunklen Lip Liner oder so macht, glaube ich, echt was her. Und das kannst du auch echt schön in Kombination mit der Metamorphic Palette verwenden, weil das halt auch so schön kühl ist, ne. Ich glaube, das harmoniert sehr schön. Dann haben wir hier was drin, das muss ich eben holen. Und zwar habe ich den schon selber von Made by Mitchell in der Farbe Cold Heart. Ist es ein Liquid Blusher. Und wir finden auch das, ne, wieder eine kühle Farbe, passend halt zur jetzt bald sehr, sehr bald kommenden, sehr kalten Jahreszeit. Und dann halt auch zu der Lidschattenpalette zum Lippenstift. Das ist schon aufeinander abgestimmt, ne? Schaut so aus, das ist der Liquid Blush. Aber ja, der ist intensiv pigmentiert, aber keine Angst, man kann den verblenden, ne? Das ist ja ganz... sich besser verblenden lässt und dann halt nicht mehr so super intensiv ist. Und man sollte ihn natürlich auch etwas vorsichtiger auftragen. Also man gibt sich ein bisschen was auf den Handrücken und dann kann man das mit dem Pinsel auftragen und dann auftragen, also aufnehmen und dann im Gesicht auftragen. Und jetzt bin ich etwas zugeschmiert. Gar keine Frage, natürlich ist es super mutig, in so eine Box auch Produkte reinzupacken, die farbgebunden sind, wie jetzt ein Blush oder gleich kommt auch noch ein Highlighter. Das Ding ist aber, zum einen siehst du, was drin ist und zum anderen kannst du diesen Blush halt auch wirklich bei vielen verschiedenen Hauttypen verwenden, das muss ich wirklich sagen. Auch gleich die Highlighter-Geschichte, die ich euch zeige, ist sehr universell einsetzbar und dementsprechend finde ich das eigentlich schon vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, du siehst halt auch vorher, was in der Box drin ist. Das heißt, du bist darauf eingestellt, dass du diese Farben bekommst. Denn hier habe ich noch eine Highlighter-Palette. Auch die ist von bei Beauty Bay selber. Die Golden Glow Highlighter-Palette schaut so aus. Und da haben wir die drei Farben Sunlight, Bronze und Goldie drin. Und das verrät uns schon, dass wir hier ein gewisses Farbspektrum erwarten dürfen und dementsprechend auch verschiedenste Hauttypen abgedeckt sind. Meine Frage ist jetzt natürlich, ist auch mein Typ damit abgedeckt? Weil ich bin ja Team super hell. So, hier haben wir dann nämlich die drei Töne zu sehen und ich glaube, das könnte was werden. Also vor allem die beiden äußeren Töne sehen danach aus, als wären die für mich geeignet und du hast mit diesem Highlighter-Trio so viel Highlighter, wie du in deinem ganzen Leben nicht aufbrauchen kannst, gefühlt. Wie viel ist denn hier drin? Das ist ja krass. 3x5 Gramm, jo, 15 Gramm Highlighter, das ist echt schon sehr, sehr viel. Das mache ich jetzt mal hier in die Handinnenflächen. Ja, der mittelste Ton ist mir zu dunkel, aber dieser Sunlit-Ton ist definitiv meins und der hier im Sommer auf jeden Fall, ne? So schaut das aus und ich glaube, dass das auch ein Trio ist, was vielen, vielen passen wird und vielen gefallen wird, denn dieser Sunlit ist halt mehr so Richtung kühle Hauttypen, weil der auch so ein bisschen was Rosamäßiges mit drin hat. Sunlight übrigens, der Bronze in der Mitte ist schon sehr, sehr dunkel. Können andere aber vielleicht als Lidschattenzweck entfremden. Und der Goldie ist halt wirklich ein Goldton. Ja, das ist ein schöner Ton für warme Looks, für warme Hauttöne. Ich bin ja eher so der kühle, neutrale Ton. Ja, auch das ist hier mit in der Box. Das ist schon krass, oder? Okay, dann haben wir hier noch was drin, was ich liebe, und zwar Pinsel. Von Spectrum sind die Pinsel einfach überragend geil. Ich habe so viele von denen da. Das ist der Sculptor Brush 1007, den ich tatsächlich nicht habe, glaube ich. Ne, den habe ich nicht. Oh, geil. Jetzt habe ich ihn. Yay! Oh, und die...
Die sind einfach schön von der Qualität her. Ich habe auch schon bei Spectrum selber relativ häufig bestellt. Auch so Mystery-Boxen und so, ne? Und das ist so eine Pinselform, die ich richtig genial finde, weil damit kann ich persönlich super so unter meinen Augen zum Beispiel auch abpudern, ne? Oder du kannst dir damit auch Highlighter auftragen. Natürlich auch Bronzer und Blush, überhaupt kein Problem. Abpudern eher so punktuell, würde ich sagen, ne? Aber ich finde die Qualität von den Spectrum-Pinseln richtig gut und die findest du halt auch bei Beauty Bay. Dann haben wir hier noch einen weiteren Pinsel drin und das ist ein sehr, sehr feiner. Den können wir so für Detailarbeiten sehr gut gebrauchen, also ich auf jeden Fall. Deswegen wird der auch auf jeden Fall bei mir bleiben. Ja, da vorne ist jetzt so meine Müllsammelstelle gerade eröffnet worden. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke das ist, das werde ich recherchieren. Ist auf jeden Fall die Nummer 3 und da haben wir eine ganz, ganz feine Pinselgeschichte am Ende. Ich weiß nicht, hier ist noch so ein Pöttchen drin. Gehörst du dazu? Splitliner, jo, von Glisten Cosmetics. Und da haben wir einmal schwarz und einmal weiß. Wie großartig ist das denn bitte? Das schaut so aus. Float, was auch immer. Ja, einmal schwarz und einmal weiß, wie gesagt. Und damit kann man sich natürlich super Eyeliner ziehen, ne? Und ich mag jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr gerne die von Suva. Und hier haben wir das genauso wie bei Suva auch. Du aktivierst es einfach mit Wasser und kannst es dann ganz einfach damit dem Pinsel malen. Und das ist halt eine praktische Sache, weil dieses Ding wird dir halt niemals austrocknen, weil du das ja immer wieder neu mit Wasser aktivierst. Finde ich richtig cool. Dann haben wir hier das Aven Eau Thermal, eine Milk Cleanser, Dry Sensitive Skin, das ist voll meins, 200 ml haben wir hier drin enthalten und das kann man als zweiten Schritt vom Double Cleansing sehr gut verwenden, weil beim Double Cleansing macht man ja erst mit dem Reinigungsbaum das Make-up locker, also man bricht es quasi durch die Lipide, die da, also durch die Fette entsprechend auf, sodass das Make-up sich besser lösen lässt und emulgiert das Ganze mit Wasser auf und wäscht es sich dann entsprechend mit so einem Produkt zum Beispiel ab. Und damit reinigst du dich halt auch nochmal richtig schön die Haut und beugst halt wirklich auch Unreinheiten und so weiter vor, die entstehen könnten, wenn du halt ein unsauberes Gesicht hast. Entschuldigung, ich habe eine dicke, fette Erkältung. Nun ja, auf jeden Fall gefällt mir das sehr, sehr gut. Also es passt auch einfach in die Box, ne? Und dieses ganze Schema passt sehr gut zusammen. Für diejenigen, die es halt mögen, sich gerne so Fake Freckles zu machen, ist ja auch noch das Freck OG mit 1,35 ml drin. The Original Freckle. Genau, das ist so ein Sommersprossenprodukt, was viele tierisch feiern. Also man sieht man sehr oft auch im Content-Creator-Bereich, dass die Menschen sich da Freckles machen. Ich habe von Natur aus Sommersprossen, die ich auch hier gerne dann immer mal wieder versuche zu überschminken, weil wenn man halt von Natur aus Sommersprossen hat, dann weiß man, dass die halt eben nicht immer so perfekt aussehen und auch nicht immer so süß aussehen, sondern manchmal dann auch so aussehen, als hätte man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sehr unruhigen Zustände auf seinem Gesicht. Nun, auf jeden Fall haben wir das hier drin und das ist auch eine tatsächliche Full Size, die gar nicht mal so günstig ist. Das ist der Wahnsinn, was diese 1,35 ml an Wert haben, muss ich wirklich sagen. Ja, genau. Aber ich glaube, das mit diesen Freckles ist wirklich so ein Ding von den Leuten, die eigentlich eher keine Sommersprossen haben, ne? Zwei Sachen habe ich hier ja tatsächlich noch drin. Einmal von Florence bei Milz. Das ist auch eine Marke, ich glaube, von einer Influencerin ist es oder von einer ehemaligen oder von einer Schauspielerin, glaube ich. Meine Schuhe, hat die nicht bei Game of Thrones oder so gespielt? Nun, Up a Notch Volumizing Mascara. Wie schön ist das denn? 4,1 ml. Und auch das ist eine sehr, 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 sehr nette Marke. Ich finde, das sieht immer so süß aus, wenn man halt in einer Suchleiste von Beauty Bay Florence eingibt und dann die ganzen Produkte von ihr kommen oder halt nach der Marke sucht. Das sieht immer so süß aus und alles ist immer so, so niedlich halt, ne? Genau. Und das hier dürfte eine Travel Size sein. Ich glaube nicht, dass es eine Originalgröße ist. Ja. Können wir uns ja mal anschauen. Oh ja, das hat ein schönes Bürstchen. Ist auch interessant, ne? Das ist die zweite Mascara, die wir hier drin haben. Aber ich persönlich bin einfach immer so ein Typ, ich sage immer, Mascara kannst du einfach nicht genug haben. Hat ein ähnliches Bürstchen wie die Perversion Mascara, muss ich sagen. Und auch das ist ein Faserbürstchen. Auch das riecht nach Mascara, aber hat auch irgendwie was Sanftmütiges mit dabei. Eine sanftmütige Mascara. Sehr cool. Nun, und das letzte Produkt ist tatsächlich von Nude Sticks. Das ist in der Farbe Praia, Magnetic Luminous Eye Color. Und da sind 2,5 Gramm drin. Das ist ein wunderschöner Bronzeton, der so aussieht. Ne? Also so dunkel Champagner, hell Bronze würde ich es jetzt einfach mal nennen.
Oder ist es einfach Kupfer, Claudi? Hm? Man weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall auch schön. Ich bin nur kein Fan von diesen Sticks. Ne? Da habe ich halt so ein paar Marken, wo ich das okay finde und wo ich damit auch klarkomme. Und die ich auch schön finde tatsächlich. Also Nabla zum Beispiel. Aber bei Nude Sticks bin ich nicht so into it, muss ich gestehen. Also das ist jetzt einmal hier die Box gewesen. Yo. Und ich finde, wir haben eine sehr schön gefüllte Box mit tollen Produkten. Ja, wir haben Lippenpflege, wir haben einen Lippenstift, wir haben zwei Mascaras, wir haben einen Highlighter, wir haben eine Lidschattenpalette, dies, das, Ananas, richtig coole Sachen. Und da bist du halt auch wirklich top gepflegt, ne? Ich meine, das beschränkt sich alles aufs Gesicht, oder? Haben wir irgendwas im Körper mit drin? Nee, das ist alles nur Kopf. Finde ich aber auch nicht schlimm, finde ich tatsächlich schön. Dafür hast du ja auch noch andere Boxen, wo du mal vorbeischauen könntest, wenn du möchtest, ne? Aber die hier gefällt mir richtig gut und ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Die Qualität von den Beauty Bay Produkten, von den By Beauty Bay Produkten sind der Hammer. Aber die haben auch richtig krasse weitere Marken bei sich im Sortiment. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Falls ihr Beauty Bay noch nicht kennt, lohnt es sich da einfach mal vorbeizuschauen. Und ja, dann wäre es das hier gewesen, ne? Vielen Dank an Beauty Bay für die Zusendung der Box als kleines Dankeschön für mein Video. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wende mich in ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.